Der Bahnhof Zug liegt am Tor zur Welt. Er hat schnelle Verbindungen zum Zürich Flughafen und Züge fahren täglich die mobile Manettenkasten ein. Aber nicht nur das. Auch der Railverse-Tour von Ghana kommt hier an. Vielleicht haben Sie ihn ja schon kennengelernt. Treffenderweise begrüßt der Kunde immer im Zug: Are you ready to spend your money? Treffend, gell? Und Sie glauben es nicht, aber der Marc Ritsch hat es dann plötzlich sehr präsent bekommen. Und zwar ist er hier aufs WC gegangen, das ist gerade hier, auf dieser Seite des Gebäudes, aus dem WC-Fenster rausgeklettert und wie einer vom Arbach ist er da über ein bisschen den Zug in seinen Hochsicherheitstrakt. Schenken wir einem Chauffeur, der vor einem Jahr ungefähr befragt worden ist, Glauben, dann wird das Büssli, oder gehört das Büssli zur Glencore, wird aber von der Zuger Landverkehrsbetrieb gezahlt. Aber es ist schon so frech, dass es fast nicht glaubt, gell? Der Geschäftsführer der Firma ist der Matthias Warnig. Und wissen Sie, wer das war? Er war ein Spion, weitersagen. Er war ein Spion, weitersagen. 120 Mitarbeitende haben ihre Stelle verloren, auch ein Kollege von mir. Ja, aber wenigstens hat Petroplus ganz guten Standortvorteil, weil gerade im Stock Mitterrunnen befindet sich nämlich das Arbeitsamt. Und so hat dann auch mein Kollege einfach so quasi den Finken einen Stock weiter runtergehen und stempeln. Schon noch praktisch, gell? Und wissen Sie, was der Firmenchef Steven Newman nachher gemacht hat? Er hat in einer geschlossenen Sitzung beschlossen, den Aktionären eine Dividende von 1 Milliarde Dollar auszuschütten. Ja, der Newman war ja nicht ein Dummer, im Gegenteil. Er war sehr ein Cleverer und sehr findig. Ja, und vor allem auch ein sehr positiv denkender Mensch. Er ist sicher am nächsten Mittag in diesem Restaurant Positiv Eating positiv essen. Wenn wir jetzt weitergehen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht ausrutschen. Weil da hat Greenpeace mal ein Fass Öl ausgeleert aus Protest. Und ich möchte nicht wissen, ob Sie nachher eine Rechnung bekommen haben. Und das Rezept dazu heisst Nutzung von Standortvorteil, Transfer Pricing und Intransparenz. Gell, Sie schon bei diesen Namenbanken anschwitzen. Wie das genau funktioniert, zeige ich an einem Zaubertrick. Sehen Sie hier die grosse Goldmünze? Da ist sie wieder. Mit der anderen Hand und ein bisschen kleiner geworden. Im Zug gibt es ein Motto und das heisst: Lass uns die Füße strecken unter der Decke, wo wir zusammenstecken. Jetzt komme ich aber zum Railverse-Tour zurück. Mögen Sie sich noch erinnern, wie ich den Kunden im Zug begrüße? Are you ready to spend your money? Gut, gerne den oberen Sitz hier.